Paul, der Schiffslackierer, streicht gerade sein Boot, als sein junger Freund Mattes zu ihm kommt. Hey, was machst du da? Ich streich mein Boot. Warum? Für das Boot tut das Not. Denn die Wassertierchen und die Algen, die sollen nicht an meinem Boot kleben. Wie geht das, dass die nicht kleben? Na, ich hab da diese neue Superfarbe. Anti-Fouling-Farbe mit Kupferoxid-Nanopartikel-Zusatz. Was sind Nanopartikel? Nanopartikel sind sehr klein. Wir sprechen hier von den Zwergen unter den Partikeln. Und die kommen recht vielfältig daher. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien. Einige sind aus Metallen wie Kupfer oder Zehr. Von Nanopartikeln spricht man in der Regel, wenn sie eine Größe von 1 bis 100 Nanometer haben. Folgende Skala zeigt, wie klein unsere Partikel sind. Unsere Körpergröße wird in Metern angegeben. Die Größe eines Stecknadelkopfs liegt im Millimeterbereich. Tausendmal kleiner als ein Millimeter ist ein Mikrometer. Unsere roten Blutkörperchen sind ungefähr 7 Mikrometer groß und für uns ohne Hilfsmittel nicht mehr zu sehen. Tausendmal kleiner als ein Mikrometer ist dann ein Nanometer. Und damit sind wir in der Größeneinheit unserer Nanopartikel angekommen. Für den Durchmesser eines unserer Haare müsste man ungefähr 600 Nanopartikel nebeneinander legen. Für die Breite eines Legosteins brauchen wir dann 160.000 Nanopartikel. Betrachtet man neben der Größe eines Partikels die Oberfläche und das Volumen, so verändert sich deren Verhältnis zueinander. Bei gleichem Volumen haben kleinere Nanopartikel des gleichen Materials die größere Gesamtoberfläche. Hä? Verstehe ich nicht. Wir zeigen das an einem Legostein. Egal wie häufig man den Legostein teilt, das Gesamtvolumen bleibt gleich. Aber nanu? Zu den grünen Flächen sind mit jeder Teilung neue, gelbe Flächen hinzugekommen. Die Gesamtoberfläche wird größer. Das Oberfläche-zu-Volumen-Verhältnis verändert sich also und verleiht Nanopartikeln damit ganz besondere Eigenschaften. Es hat zum Beispiel Auswirkungen auf ihre Reaktivität. Da mehr Oberfläche für eine Reaktion vorliegt, kann die Reaktion effizienter ablaufen als bei großen Partikeln. Nanopartikel haben deshalb eine hohe Wirksamkeit. Mit wenig Material kann man viel erreichen. Nanopartikel können mit anderen Substanzen reagieren, aber auch Auswirkungen auf große und kleine Organismen und ihre Zellen haben. Wie Nanopartikel reagieren, kann sehr unterschiedlich sein. Das hängt von ihrer Form und Struktur ab. Die Eigenschaften wie die Größe oder die Oberfläche der Partikel können gezielt festgelegt werden. Dadurch sind Nanopartikel sehr vielseitig und werden in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt. Das war jetzt aber erstmal genug Theorie. Zurück zu Paul und Mattes. Wow, das hört sich ja voll abgefahren an. Mega! Mensch, Paul, es ist heute aber so heiß. Zum Glück habe ich eine Wasserflasche dabei. Das Wasser in Mattes Flasche ist ein Beispiel für die Verwendung von Nanopartikeln. Hier wurden Titandioxid und Silberpartikel in Filtern eingesetzt, um Wasser von Schadstoffen zu reinigen und daraus Trinkwasser zu machen. Oh nein! Du Tollpatsch! Kannst du nicht besser aufpassen? Hä? Mein T-Shirt ist ja gar nicht nass geworden. Stimmt. Das Wasser perlt einfach ab. In dem T-Shirt von Mattes sind Siliziumdioxid-Nanopartikel eingearbeitet. Der Stoff erhält dadurch einen künstlichen Lotus-Effekt. Flüssigkeiten perlen dann einfach vom T-Shirt ab. Es wird nicht nass oder schmutzig. Dieser Effekt entsteht, weil die Nanopartikel auf den Stofffasern eine besonders raue Oberfläche im Nanobereich erzeugen können. Paul, hast du dich eigentlich mit Sonnencreme eingecremt? Die Sonne scheint ja heute ordentlich, also meine Mutti lässt mich nie raus, bevor ich nicht ordentlich eingecremt bin. Ja klar, ich will ja nicht verbrutzen, ne, wenn ich hier den ganzen Tag am Malochen bin. Hier, nimm, du kannst auch noch welche haben. Ist schon besser so. Ohne davon zu wissen, nutzt auch Paul schon seit langer Zeit Nanopartikel.
Denn seine Sonnencreme enthält Titandioxid oder Zinkoxid-Nanopartikel, die seine Haut vor der UV-Strahlung schützen. Oh, hast du dich verletzt? Aua, das tut weh. Ach, eine Indianerin, die kennt keinen Schmerz. Hier, ein Verband, der wird helfen. Danke. Was alle drei nicht wissen, das Pflaster enthält auch Silber-Nanopartikel. Sie wirken antibakteriell und helfen damit bei der Wundheilung. Krass, dann sind Nanopartikel ja fast überall. Können deine Kupferoxid-Nanopartikel aus der Farbe vielleicht für Fische und für uns gefährlich werden? Nun ja, vielleicht. Das ist eine spannende Frage, Mattes. Und es gibt noch viele weitere. Hier kommt unsere Expertengruppe. 8 hervorragende Nachwuchsforscherinnen und Forscher der Uni Bremen. Sie beschäftigen sich hauptsächlich mit Kupferoxid und Zeroxid-Nanopartikeln. Die sind bisher nämlich noch wenig erforscht. Um das zu ändern, wurden 3 verschiedene Teams gebildet. Team 1 erforscht die Beziehung zwischen Nanopartikeln und der Umwelt. Team 2 untersucht, wie Nanopartikel das Gehirn beeinflussen. Team 3 kümmert sich darum, was Nanopartikel für die Gesellschaft bedeuten. Um auf Mattes Frage zurückzukommen. Wenn Kupferoxid-Nanopartikel von Schiffen und Booten, so wie das von Paul, ins Gewässer gelangen, kann das vielleicht zu einem Problem für die Wassertiere werden? An diesem Thema forscht Tonja. Sie untersucht, ob Kupferoxid-Nanopartikel die Zusammensetzung der Lebewesen in Seen und Flüssen verändert. Wasserflöhe könnten zum Beispiel empfindlich auf Nanopartikel reagieren und dann vielleicht von anderen, unempfindlicheren Tieren wie den Ruderfußkrebsen verdrängt werden. Doch nicht nur über Anti-Fouling-Lacke könnten Kupferoxid-Nanopartikel in Zukunft in die Umwelt gelangen. Es wird auch darüber nachgedacht, Schädlinge in der Landwirtschaft mit Nanopartikeln zu bekämpfen. Daher untersucht Jonas, ob diese Nanopartikel für Bodentiere wie Springschwänze gefährlich sind. Um das Verhalten von Kupferoxid- und Zeroxid-Nanopartikeln in der Umwelt besser zu verstehen, schaut Steve, wie sie mit Umweltmolekülen reagieren. Also ob sich die Moleküle wie ein Schutzmantel um die Partikel legen oder ob sie die Partikel zerstören können. So viel zur Umwelt. Aber was passiert, wenn Nanopartikel ins Gehirn gelangen? Ein klarer Fall für unser Team 2. Wieso denn im Gehirn? Wie sollen Nanopartikel denn dahin gelangen? Eine Möglichkeit. Kupferoxid-Nanopartikel könnten zur Bekämpfung von Gehirntumoren in der Medizin eingesetzt werden. Aru untersucht, ob sie Tumorzellen zerstören können. Aber was passiert mit den gesunden Gehirnzellen, wie zum Beispiel Neuronen, wenn sie mit Kupferoxid-Nanopartikeln in Kontakt kommen? Damit beschäftigt sich Katrin. Carmen erforscht, ob Zeroxid-Nanopartikel nicht nur unschädlich für Gehirnzellen sind, sondern diese auch schützen können. So viel zu Nanopartikeln im Gehirn. Aber was heißt das jetzt? Sind Nanopartikel gut oder schlecht? Können sie unser Leben besser machen? Oder besteht ein Risiko? Wissen wir eigentlich schon genug über Nanopartikel? Spannende Fragen. Zeit für Team 3. Marie beschäftigt sich mit der Vermittlung von Wissen über Nanotechnologie. Ihr Ziel ist es, dass die Gesellschaft Nutzen und Risiken der Nanopartikel besser einschätzen kann. Dazu entwickelt sie Materialien, die sich mit den Chancen und Risiken von Nanopartikeln für Mensch und Umwelt befassen. Romina beschäftigt sich mit Fragen, die im Zusammenhang mit Nanopartikeln für unsere Gesellschaft wichtig sind. Wie können alle von den Vorteilen der Nanotechnologie profitieren? Und was ist mit unerwünschten Effekten? Wie kann die Sicherheit bei der Anwendung von Nanopartikeln gewährleistet werden? Und wer trägt die Verantwortung, falls doch mal etwas schief geht? Das ist unsere Expertengruppe. Sie sind Promovierende des Promotionskollegs Nanokompetenz an der Universität Bremen. Unterstützt wird dieses Kolleg von der Hans-Böckler-Stiftung, der Freien Hansestadt Bremen und des Verbands der chemischen Industrie. Schön, dass ihr dabei gewesen seid.